So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe Besuch bekommen über Nacht, denn ich ich habe ja hier eine Hausarena und da habe ich mich gestern Abend reingesetzt und das fand ich richtig lustig. Ich habe ja nun meine ganze Eiver-Armee aufgebaut, den Eiver-Scharf, Eiver-Mild, Eiver-Soft, Eiver-Kids, Eiver-Pikant, jetzt noch dazu, ne? Das war der Account von Mace, den habe ich jetzt umbenannt und dass er zur Familie passt und gehört. Und gestern Abend bin ich aber aus meiner Arena rausgeflogen, wurde gekickt, alle Accounts sind rausgeschmissen worden, nur dass ich 5 Minuten ein Fake-Account reinsetzt. Ein Fake-Account, sage ich ganz bewusst, denn wer saß plötzlich in der Arena? Eiver stinkt! Oh mein Gott, was war da denn los? Das finde ich ja schon mal lustig, ne? Es geht ja schon die ganze Weile so, dass der Ramses immer aus den Arenen rausgeworfen wird. Abends, ihr sitzt so zu Hause, gemütlich mit eurer Freundin auf dem Sofa, lasst euch da so am Puller rumspielen. Und was machen die anderen? Die fahren dann durch die Nacht, ganz strategisch von Arena zu Arena gucken, wo ist die Sau, wo sitzt der drin, den box mal raus, den mach mal fertig. Und dann wirst du da aus der Arena rausgekickt. Dann übersehen sie aber, du sitzt ja in der anderen noch, also kriegst du frühst trotzdem deine Münzen und denkst dir, ja, scheiße gelaufen, ne? Und wenn du trotzdem mal überall rausfliegst, ist das ja kein Problem, du stehst den nächsten Tag auf, die anderen, die pennen ja noch, die mussten ja die ganze Nacht rumfahren und mussten Arenen plätten, die sie zusätzlich weiß lassen, was ja richtig dumm ist. Ich meine, würde ich in der Arena wenigstens plätten und mich reinsetzen, dass ich die Münzen dann bekommen und die Zeit für die Medaille und alles. Aber dann würdet ihr ja sofort sehen, wer das war. Das kann man ja nicht. Wenn man keinen Arsch in der Hose hat, muss man die Arena natürlich weiß lassen. Und ganz strategisch immer die Gelben suchen und den Ramses da rausschmeißen. Aber damit das eben jetzt nicht mehr so ist mit dem Weißlassen, macht man sich eben einen neuen Account und nennt den einfach mal Eiver stinkt. Denn dann geht man ihm richtig sauer mit. Und nächsten Tag, wie gesagt, kann ich dann hier eigentlich vor die Tür gehen. Und ausgeschlafen sage ich mir, jo, das sind ja 5 Arenen. Ich setze mich einfach mal kurz da und da und da rein. Dann passt das, dann habe ich meine Münzen auch zusammen. Denn die schlafen ja noch, die sind ja dann nicht da. Die haben ja die ganze Nacht durchgemacht und die Arenen geplättet auf der Suche nach dem Dicken. So kriegst du eigentlich trotzdem deine Münzen. Also eigentlich ist es ja egal, ob du da abends rausfliegst oder ob du drinnen bleibst oder drin sitzt. Und man sitzt ja meistens eh in 2 oder so. Wir haben ja unseren Arena-Plan hier. Dann setzt du dich vielleicht in 2 rein, bleibst da sitzen. Alles super. Aber manche Leute, die haben eben zu viel Freizeit oder eben keine Hobbys. Und bevor die jetzt mutterseelenallein zu Hause sitzen, dann fahren die lieber rum und ärgern den bösen Ramses, ne? Denn dem kann man ja nichts gönnen. Da muss man natürlich dem ein bisschen auf den Sack gehen, obwohl das mich auf eine neue Idee gebracht hat, denn wenn man sich schon einen Account macht, der Eiver stinkt heißt, da ist mir eingefallen, ich habe ja diese Eiver-Familie, das ist ja alles schön und steht für Zusammenhalt, aber wie sieht es denn mit der Gegenseite aus, diese Anti-Eiver-Armee müsste sich rüsten, und da gibt es bestimmt noch richtig coole Namen, da habe ich mir noch ein paar aufgeschrieben. Wenn es schon einen Eiver-Stinkt-Account gibt, was könnte man sich noch machen, um mir zu zeigen, was für ein Bastard ich bin? Ich habe für ein Extrem damals mal einen erstellt, den er nutzen wollte. Den habe ich liebevoll einfach Eiver-Kotz genannt. Ne? Da kommt einem schon der Brechreiz. Neben Eiver-Stinkt, also auch Eiver-Kotz. Oder wenn ihr mich hasst über alles, ihr könntet euren Account auch einfach Eiver-Piss nennen. Eiver-Piss, auch richtig cool. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig nice. Oder Eiver-Dreck. Eiver-Dreck ist auch einer meiner Favoriten oder einfach nur Eiver-Shit. Eiver-Shit, richtig genial. Wenn ihr aber eine Dame seid und auch weiblichen Hass auf mich schürt, könntet ihr euren Account doch einfach Eiver-Bitch nennen. Das sieht man dann direkt, dass das von einer Dame gespielt wird. Eiver-Bitch, also auch richtig gute Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das sind sogar 6 Accounts. Ihr könntet also eine ganze gelbe Arena mit hasserfüllten Accounts besetzen. Eiver stinkt, Eiver kotz, Eiver piss, Eiver dreck, Eiver shit, Eiver bitch und dann seid ihr gerüstet gegen die Eiver scharf, Eiver soft, Eiver mild, Eiver kids, Eiver pikant Armee. Irgendwie passt der Eiver pikant gar nicht da rein, der hat zu viele Silben. Pikant.
Bitch. Ist ja alles nur eins. Bitch, Shit, Dreck. Alles nur eins, aber pikant. Nein, der hat zwei Silben, der ist zu lang. Den muss ich noch streichen, den muss ich umändern. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, auch der Aiwa-Armee beizutreten. Egal, ob ihr jetzt Aiwa-Supporter seid oder Aiwa-Hater. Was habt ihr noch für lustige Namen? Was habt ihr noch für Namen, wie man einen Account nennen könnte, dass der immer Aiwa im Namen hat? Ihr könnt das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Also scharf, mild, soft gibt es schon, pikant gibt es schon, Kids gibt es schon. Stinkt, Kotz, Piss, Dreck, Shit und Bitch habe ich selber vorgeschlagen. Vielleicht Aiwa Pikant, Aiwa Hydrant. Nein, aber da gibt es bestimmt noch tausend Möglichkeiten und Sachen, die euch vielleicht einfallen. Und wer richtig krass drauf ist, kann seinen Account ja einfach umbenennen. Oder wer sich einen zweiten Account machen möchte und noch nicht weiß, wie er den nennen soll, könnt ihr doch einfach der Aiwa-Familie beitreten. Dann bauen wir die Aiwa-Armee auf. Egal ob Pro oder Contra, Aiwa-Schwanz, ne? Gibt's alles, man kann alles nehmen, egal ob das positiv oder negativ ist. Aber das fand ich cool. Aiwa stinkt. Zeigt eure Gesinnung. Seid ihr für die Aiwa-Familie? Seid ihr dagegen? Und ja, wer wirklich mal seinen Account umbenennt, lasst mir auf jeden Fall ein Bild zukommen. Das kann ich dann auch mal in eine Raider-Mittwoch-Folge mit reinpacken. Fände ich auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall genial. Den Aiwa-Sting, den habe ich ja abgescreen. Den kann man ja, habe ich ja bestimmt schon gezeigt. Und den Aiwa-Kotz, den ich für den Extreme gemacht habe, den habe ich auch gezeigt, glaube ich. Wenn nicht, ist er jetzt spätestens nochmal zu sehen. Aber die anderen Namen sind doch alle offen und kann man noch machen. Wenn nicht, muss ich mir selbst nochmal 10 Accounts machen und besetzt dann eben 2 komplette Arenen, eine Pro-Arena, eine Contra-Arena, immer gelb. Bam! Genügend Arenen sind ja da. Die Leute freuen sich natürlich auch immer, wenn neue Spieler ins Land kommen. Aber schreibt ihr mal rein, was ihr noch für Vorschläge habt. Welche Aiwa-Namen fehlen noch und wie würdet ihr euren Aiwa-Account nennen, wenn ihr euch der Aiwa-Familie anschließen würdet? Das war's aber von meiner Seite aus. Wieder mal sinnloses Video, aber aus aktuellem Anlass gegeben. Und ich bin sehr amüsiert natürlich, bin gespannt, was ihr da reinschreibt, was ihr draus macht. Und der Iswo, der wird sowieso wieder irgendwelchen Bullshit schreiben, der schreibt ja immer irgendwas hin. Vielleicht vom Romantik noch einen coolen Namen. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.